Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch die Mehlproduktion. Die Anlage kostet 100.000 Euro, hat eine Maiskapazität von 80.000 Liter. Die Produktion in der Stunde sind 1.000 Liter. Die Palette hat 2.000 Liter. Das Eingangsprodukt ist Mais und raus kommt Mehl, also besser gesagt Maismehl. Die Anlage kostet am Tag 100 Euro Unterhaltskosten. Das Ganze findet ihr unter platzierbare Objekte Global Company. Okay, dann schauen wir uns die ganze Geschichte da mal an. Wir müssen den Mais da in den Bunker reinkippen. Ja, genau. Ich muss kurz warten, bis er abkippt hat. Weil wenn ich rausgehe, dann stoppt er immer gleich wieder mit dem Abladen. Okay. Das habe ich vorhin schon gesehen, dass der manchmal Probleme macht beim Abkippen, wenn ich aussteige. Also da gibt es so ein bisschen Probleme. Normalerweise müsste er der komplette Mais reinkippen. Ja, er kippt ab, aber der Mais geht nicht raus, also er bleibt im Hänger drin. Okay, da gibt es irgendwie Probleme noch. Also ich habe es vorhin probiert, es hat einmal funktioniert und das zweite Mal hat es auch nicht funktioniert. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Also der Mais wird da reingekippt, geht über das Förderband in die Anlage rein und da wird es zum Maismehl gemacht. Also wir können an die Anlage hinlaufen, können den Überblick öffnen und dann können wir die Anlage starten. Das Problem, dass das jetzt auch nicht funktioniert. Also anscheinend gibt es da noch gleich ein bisschen ein Problem mit dem Mod. Bei mir hat es vorhin auch einmal funktioniert und das zweite Mal hat es nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert es auch wieder nicht. Ja, vielleicht sieht es der Modder, dass es da vielleicht mal noch Update gibt. Aber ja, die Anlage lässt sich jetzt starten. Normal könnte sie jetzt da starte, aber das funktioniert nicht. Okay, also die Anlage produziert dann aus dem Mais Mehl und dann erscheint dort drüber Palette. Palette, die kann man dann im Teleskoplader wegnehmen und da gibt es eine Verkaufsstelle. Die wird in der XML-Datei eingeschrieben und das ist dann das letzte, also Floor. Und das könnt ihr, das Mehl könnt ihr dann bei Biomass de Presto verkaufen. Ja, der Verkaufspreis ist jetzt gerade nicht schlecht. Weiß jetzt, steigt er oder sinkt er? Ist das vielleicht schon der Höchstpreis? Weiß ich nicht. Müssen wir beobachten, wenn man länger drauf spielt auf der Karte. Ja, das war's eigentlich schon zu der Mehlproduktion. Weiß jetzt nur nicht, warum es nicht funktioniert. Also. Ja, da gibt es anscheinend noch Probleme, also die Anlage lässt sich jetzt nicht starten, weder mit Enter noch mit der Maustaste. Okay, da gibt es Probleme. Das ist auch mit dem Abtanken, also er hat jetzt abtankt und aber der Mais ist aus dem Hänger rausgegangen. Wie gesagt, das kann manchmal funktionieren. Kann sein, das nächste Mal funktioniert das wieder nicht. Probiere es nochmal. Jetzt lädt das wieder ab, genau. Jetzt probiere es gerade nochmal, ob sich jetzt die Anlage starten lässt. Ne, die steht noch. Schauen wir mal, ob sie sich jetzt starten lässt.
Jetzt läuft sie, genau, jetzt läuft sie. Okay. Also da gibt es anscheinend noch ein Problem mit der Anlage. Also jetzt läuft sie. Mir spult mal der Tag vor. Wir machen mal bis 12 Uhr. Dann ist schon ein bisschen, wenn man hinläuft, das hört er auch, wie es produziert. Mehl. Stoppen wir die ganze Geschichte. Und das sind jetzt die Palette. Also die Palette, du könnt, ich weiß jetzt nicht, Autoload habe ich nicht ausprobiert, ob es da Probleme gibt mit dem Mod. Aber mit dem Teleskoplader könnt ihr sie wegnehmen und könnt sie dann auf den Hänger verladen und könnt es dann an der Verkaufsstelle verkaufen. Also die wird dann unter der XML-Datei Biomasse Presto wird sie dann eingeschrieben. Und da könnt ihr dann das Mehl verkaufen. Ja, das war's eigentlich schon wieder zu dem Mod. Ja, vielleicht hat es ja der Modder gesehen, dass es da vielleicht mal noch Update gibt. Also, wie gesagt, manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es. Also, bei mir hat es vorhin auch einmal funktioniert und das nächste Mal wieder nicht. Und da war es jetzt auch so. Ja, ihr seht da oben, die Anlage läuft jetzt und produziert. Also, da gibt es jetzt keine Probleme. Ich kann nur mal kurz hingehen, die Anlage stoppen und nochmal starten, ob das dann wieder funktioniert. Ja, okay, funktioniert wieder. Ja, vielleicht sieht es der Motor, dass es da vielleicht ein Update gibt, dass die Anlage funktioniert. Ansonsten ist es echt ein toller Mod. Fällt mir richtig gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.